Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Charlie aus Berlin. Hallo Charlie. Hallo. Hallo. Stell dich doch mal vor. Ich bin Charlie und ich mache bei Wikimedia ein Praktikum seit einem halben Jahr. Wikimedia Deutschland, dem Verein. Wikimedia Deutschland, richtig. Hm. Im Bereich UX, also User Experience, da machen wir so Benutzerfreundlichkeitsforschung und Design. Genau, das tue ich. Das ist, was du arbeitest, genau. Ja. Dann lass uns gleich mal eigentlich was nicht Wikipedia-thematisches aufgreifen, was mich aber schon lange interessiert, nämlich Generation Praktikum. Was heißt das, ein Praktikum zu machen? Ich glaube, das kann recht unterschiedlich sein. Bei mir ist es so, ich habe ein Vollzeitpraktikum, also ich arbeite 40 Stunden die Woche und ich. Du hast dein Studium abgeschlossen. Genau. Also du hast einen Bachelor. Genau, ja. Ich habe meinen Bachelor gemacht Strebst du noch einen Master an? Ja, den mache ich wahrscheinlich dann hoffentlich im März. Also dann studierst du quasi weiter. Genau, ich habe sozusagen eine Pause eingelegt, weil ich noch nicht von WMDE weg wollte. Ah ja, und dann bei WMDE hast du auch Praktikum gemacht, noch während des Studiums? Nee, ich habe meine Bachelorarbeit da geschrieben. Und bei WMDE? WMDE ist genau. Wikimedia Deutschland. Hm. Richtig. Okay, ach, du hast deine Bachelorarbeit geschrieben und dann hast du dir gedacht, meine Katze schimpft hier gerade mit mir, was ist denn los? Ach, die Tür ist zu, ich muss gerade kurz die Katze rauslassen. Ja, keine Augenblick. Ja, na klar. Ja, ich habe von der letzten Reise hier noch den Koffer stehen und da ist es so toll, da muss man sich drin verstecken. Kann Deswegen ich hatte ich sie jetzt nicht gesehen. Meine schlafen beide gerade ganz gut. Ah ja, nee, Kitty turnt hier rum. du hast deine Bachelorarbeit geschrieben bei Wikimedia Deutschland. Die Bachelorarbeit wurde betreut von Frau Professor Dr. Deborah Weber-Wulff, die wir auch schon hier bei Wiki-Stammtisch zu Gast hatten. Sehr schön. Genau. Dann bist du ja in einer Riege mit Erik Möller, dem ehemaligen, wie heißt es, CTO, technischen Chef von der Wikimedia Foundation. Ja, habe ich auch erst durch deinen Podcast erfahren. Das wusste ich gar nicht vorher. Da reden wir später noch drüber, über deine Bachelorarbeit. Also, und jetzt machst du ein Praktikum, das heißt, du arbeitest schon vorher, aber ist eine bestimmte Stellung oder wie, ja? Also da. Ja, also ich weiß nicht, wie es an anderen Praktikastellen aussieht, aber ich habe zumindest, mir wird das Gefühl gegeben, als sei ich vollwertiges Mitglied der Softwareentwicklung, oder? Das und, schon, also voll arbeiten, so 80 Stunden am Tag darfst du schon. Ja. Aber du darfst 8. Ja. Naja, so ein bisschen Ausbeutung ist wahrscheinlich schon dabei. Aber du wirst nicht wie eine Vollangestellte bezahlt. Nee. Kriegst du irgendwas? Nein, kriegt man da vom Arbeitsamt was dazu? Oder? Nee. Es gibt, in Deutschland ist es so, dass man, wenn man länger als 3 Monate, glaube ich, ich bin mir nicht super sicher, aber länger als 3 Monate ein Vollzeitpraktikum macht und das auch nicht an die Uni gekoppelt ist, also kein Pflichtpraktikum ist, dann muss mindestens der Mindestlohn bezahlt werden. Ach so. Ich kriege ein bisschen mehr, aber natürlich ist das trotzdem lange nicht das Gehalt, das jemand anderes an meiner Stelle verdienen würde, der nicht ein Praktikant ist, genau. Ach gut, und dann nach dem Praktikum, aber bei dir ist es jetzt nicht darauf angelegt, vom Praktikum zu Praktikum zu springen, sondern du hast das sogar das Praktikum verlängert, weil es so Spaß gemacht hat. Genau. Und gehst dann wieder zurück an die Fachhochschule und studierst weiter. Ich gehe dann an die TU wahrscheinlich. Ach, an die TU, okay. Ja, wenn ich ran. Aber ich finde das auch völlig okay, weil also ein Praktikum bietet ja auch noch viel Mehrwert. Also der Fokus liegt ja dann auch darauf, dass ich viel lerne und dann hat man natürlich auch weniger Verantwortung als jemand, der vielleicht jemand, der festangestellt ist und du bist halt kein Freelancer. Und ich habe ja noch viele andere Vorteile als Praktikantin. Also zum Beispiel? Also ich meine nicht als Praktikantin, sondern jetzt bei Wikimedia, dass ich halt irgendwie auch Konferenzen kann oder an Projekten beteiligt bin, an die man vielleicht sonst nicht mitmachen könnte und das sind total viele tolle Erfahrungen, die ich sammle und ich bin für alle super dankbar. Natürlich.
Das sieht sich mal aus. Ja. Es ist, ich glaube das wirklich, weil das ist halt ein junges Team, man geht so Ja. voran, man muss nicht irgendeine alte Software warten, sondern, also bei Ja. Wikimedia Deutschland wird ja permanent Neuland betreten. Ja. Ja, das ist schon großartig. Und gerade im Usability-Bereich, es ist ja auch eigentlich ein immer stiefmütterlich behandelter Bereich, Ja, was so meine der ist Erfahrung noch ist, ziemlich neu bei uns. aber nicht bei Wikimedia. Also da ist Gott sei Dank, wird in die richtige Richtung gegangen. Wir sind ja auch ein kleines Team, wir sind ja nur zu zweit und da habe ich sie natürlich auch entsprechend viel Verantwortung. Magst du Ja. erklären, was die Usability bei Wikimedia Deutschland, was ihr da macht, konkret, an einem Beispiel? Zum Beispiel, also die technische Wunschliste ist, soll ich die kurz erklären? Ja, erklär mal kurz. Die 2013, 2015 gab es eine Umfrage, die WMD durchgeführt hat, zu technischen Wünschen, also oder zu Dingen, die sich die Wikipedia-Community, hauptsächlich Autoren, wünschen, um sozusagen ihre Arbeit ihnen zu erleichtern. Also irgendwelche Tools oder irgendwelche Funktionen, die fehlen und so weiter. Und dann stimmen alle ab und die Softwareentwicklung verspricht dann so, sich um einige der Wünsche zu kümmern. Also sie gucken natürlich erst, ist das überhaupt möglich und in einem normalen Rahmen und so weiter. Und wenn ja, dann sagen sie, die und die und die und die können wir machen. Und dann machen sie sich halt dran, die nach und nach abzuarbeiten. Und darunter war zum Beispiel auch der Revision Slider, also die Möglichkeit, dass man auf einen Blick alle Versionsunterschiede vergleichen kann, statt dass man immer wieder zurück zur Versionsunterschiedsseite, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, wechseln muss, da wieder zwei Versionen sich aussucht und wieder zurück. Und das haben wir implementiert. Und dafür haben wir dann auch Forschung ein bisschen gemacht. Wir haben Leute befragt und geguckt und Prototypen entwickelt und die getestet. Und das war halt immer wieder so ein Hin und Her, immer wieder so eine Iteration mit der Community und Softwareentwicklung. Und jetzt haben wir den Revision Slider, den, ich glaube, der heißt Versionsblätterer auf Deutsch. Genau, der wurde dieses Jahr als Beta-Feature veröffentlicht, freigeschaltet. Und genau, ich glaube, der ist jetzt sogar, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Beta-Feature raus, zumindest auf der deutschen Wikipedia und der arabischen und hebräischen. In der deutschen ist er noch auf der Beta-Seite, steht er Ja? noch, ja. Kann Dann sein, bald kann er auf beiden vielleicht. Seiten stehen? Unter Helferlein? Nee, wären das dann Das zu ist eine finden? gute Frage. Oh. Unter Beta-Funktion sieht man ihn jedenfalls noch, genau, der Okay, na dann Visionsblätter. ist es vielleicht noch nicht so weit. Aber soweit ich weiß, soll der bald aus seinem Beta-Feature-Status raus, was uns sehr freut. Schön. Genau, das Gut. bleiben soll. Und Iterationen und Prototypen heißt, also funktionierende Software, die vielleicht noch nicht so aussieht, oder geht es da eher um die Oberfläche oder geht es um die Funktionen? Bei den Prototypen, Ja. da geht es hauptsächlich um die Funktionen. Also wir machen auch ein bisschen UX-Design, das heißt, wir machen natürlich auch Designvorschläge, aber unsere Arbeit ist nicht hauptsächlich das Design zu machen, sondern eher, dass die Funktionalität gegeben ist, dass der Workflow so ist, dass er intuitiv stattfindet und dass man sagen, so mit so wenig wie möglich nachdenken oder am besten gar nicht nachdenken, weiß, wie man das Tool bedient und es hilft und nicht noch mehr Umstände bereitet. Genau, jetzt sage ich mein Sprüchlein auf, was ich in meiner Arbeit öfter mal verwende, wenn über Usability gesprochen wird. Usability ist nichts, das man anwendet, wenn die Software fertig ist und dann macht man noch ein bisschen Usability-Puder drüber, sondern Genau. Usability heißt Benutzbarkeit und das fängt schon bei der Projektierung der Funktionen an. Genau. Genau. Ach, endlich kann ich das mal loswerden. Im größeren Rahmen, weil auf Arbeit drehe ich mir den Mund fußlich. Ja, da wird es immer wieder, also ich habe erlebt, wo Usability von Anfang an mit dabei war. Und es Usability und Datenschutz, beides hat immer zu wesentlich besserer Software geführt. Ja, das spart einem auch. Je früher man damit anfängt, desto mehr Ärger spart es einem später. Sehr Könnte ich schön, mich dass wir uns einig sind. Ja, aufregen. kann ich gut verstehen. Ich auch. Okay, also zum Beispiel am Revision Slider warst du beteiligt. Genau. Ja, technische Wunschliste kann man sich anschauen. Da, ich habe einen Link in die Shownotes. Google
Gut, das ist also dein täglich Ding, dass ihr da ihr habt euch einen Plan gemacht, welche, oder es wurde abgestimmt, glaube ich, ne, von den Benutzern, welche Funktion als nächste kommen soll? Nee, die stimmen sozusagen ab, welche ihnen am wichtigsten sind, und dann gucken wir softwareentwicklungsintern, wofür wir gerade Ressourcen haben, was gerade als nächstes dran kann. Das wird dann sozusagen bei uns entschieden. Ich bin daran aber nicht beteiligt. Das heißt, bei mir kommt der Auftrag dann irgendwann immer erst an. Das heißt, ach so. Ich garantiere jetzt nicht, dass es genauso abläuft, aber soweit ich weiß, ist das so. Genau. Und an Wikidata arbeiten wir halt auch. Also das sind so die zwei größten Projekte, würde ich sagen, die technische Wunschliste und Wikidata. Was machst du bei Wikidata? Jetzt momentan sind wir ganz doll dran oder ganz intensiv involviert mit der Umstrukturierung von Commons. Umstrukturierung von Commons. Erzähl mir mehr. Commons soll ja in Zukunft, das wurde auch schon verkündet, strukturierte Daten bekommen, so dass sozusagen der Autor und die Lizenz und so weiter, Datum und was da auf dem Bild zu sehen ist, nicht mehr Freitext ist sozusagen, sondern strukturierte Daten, und dafür wird Wikidata benutzt werden, die Software, die dahinter liegt. Und wir sind gerade dabei, ganz viel Recherche zu machen, um rauszufinden, wie genau benutzen Leute eigentlich Commons, was für Funktionalitäten dürfen auf keinen Fall verloren gehen und wo fehlt es gerade, dass man das dann vielleicht gleich mit einfach aufgreifen kann und verbessern kann, wenn man eh schon dabei ist, neue Dinge einzuführen. Und da sind wir aber gerade im Anfangsstadium. Wir führen also gerade ganz viele Interviews und machen so verschiedene Mindmaps und genau sammeln gerade einfach Informationen, um die Arbeit der User kennenzulernen und den Workflow und Funktionalitäten und Tools und. Große Aufgabe. Ja, was wäre denn so ein konkretes Ergebnis von strukturierten Daten auf Commons? Dass man zum Beispiel zum Beispiel besser suchen könnte. Und zwar könnte man dann sagen, gib mir alle Bilder, die einen Turm haben in Brandenburg mit Vögeln drauf und einem See im Hintergrund oder sowas. Also eine bessere Durchsuchbarkeit, nicht auf Basis von einer Textsuche, sondern von Tags. Genau, zum Beispiel. Schönchen. Obwohl, ja, das ist spannend. Ich habe mir wirklich ein Loch im Bauch gefreut, als ich jetzt letzte Woche gesehen habe, dass man jetzt Commons durchsuchen kann nach Bildgrößen. Und ja, habe ich auch gesehen. Das ist total cool. Wahnsinn, endlich. Etwa 5 Jahre zu spät, aber besser spät als nie. Ich habe wirklich, also wirklich Stunden bestimmt schon vergeudet, weil ich von Wiki Loves Monuments mache ich immer Kalender. Und da sind immer 10 Siegerbilder, man braucht aber 12 Bilder und ich kann nicht alle Siegerbilder nehmen, weil manche sind hochkant und manche sind so niedrige Auflösung, dass sie nicht auf den Kalender passen. Also muss ich weitere Bilder suchen. Okay. Und dazu brauche ich ja zumindest mal Bilder, die eine gewisse Abmaße haben. Also bin ich durch die Kategorien gescrollt und habe alle Bilder gesucht von Hand, die größer als 3 Megabyte sind. Das ist auch viel Zeit gewesen. Und das ist jetzt einfach zwei Mausklicks und dann ich freue mich so. Ja, gut. Musste ich mal loswerden, dass das wirklich toll ist, dass das endlich da ist. Wir haben uns auch gefreut, ja, die Suche ist jetzt besser, ist aber immer noch leider nicht. Wird noch nicht besser. So gut. Sie wird noch besser. Ja, also das hoffe ich doch. Na, und dann wird auch Wikimedia Commons an Bedeutung wahnsinnig gewinnen. Weil bis jetzt ist immer so, dass ich den Leuten erzähle, es gibt Wikimedia Commons, ihr könnt da schöne Bilder finden und dann gehen die Leute drauf und sagen, ich habe nichts gefunden. Das geht mir selber auch so. Wenn ich für meinen Blog Bilder suche, dann mache ich das auf Flickr. Da kann ich auch noch freien Lizenzen filtern und kann eben Begriffe eingeben wie traurig oder sowas. Ja, ja, genau. Und finde dann was. Ja, das mache ich auch ab und zu. Oder ich gehe sogar manchmal schon über Google die Commons-Bilder zu finden. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ja, doch. Naja, es geht. Ja, man sucht sich irgendwie so seine Wege. Aber das wird ja dann vielleicht hoffentlich in Zukunft nicht mehr nötig sein. Werden sehen. Gut, aber lass uns mal zurück zu deinem Werdegang gehen. Wie heißt denn das Studium, was du machst? Was ich gemacht habe? Genau. Das hieß Medieninformatik. Das
hat sich anscheinend international verdient als Prädikat, weil, weiß ich nicht, zwei Kurse in Englisch waren oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich das da überlegt habe. na und wir hatten ein Pflichtpraktikum, das im Ausland sein musste. Vielleicht war das ja der internationale Teil. Und da bist du nach Bayern gegangen oder wohin? Nee, ich war 4 Monate in Israel und dann nochmal 2 Monate in Istanbul. In Israel, wo da? In der Nähe von Tel Aviv. In der Nähe von Tel Aviv. In einer Firma oder was war das? Genau, das war eine. Ist ja ein Hightech-Land. Ja, Israel, total. Ne? Das ist so deren, naja, ein einziges Exportgut, würde ich mal sagen, oder einzig Gutes. Ja, eine Menge Firmen. Also man hört immer so viel von Sicherheitstechnik, weil das auch von der Armee und vom Geheimdienst als Staat gefördert wird, aber die machen auch sonst sehr viel. Es war mal der Springer Verlag unterstützt es auch viel, da war ich mal auf so einer Messe und war ganz überrascht, was für eine Vielfalt da herrscht. Ja. Und ja. Istanbul ist auch so wie Barcelona, also so wirklich ein Standort, wo auch IT-mäßig viel los ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist unter Erdogan. Es war gar nicht, also ich würde eigentlich eher fast sagen, nein. Also es war nicht, es gab nicht so unglaublich viele IT-Firmen und Startups und so weiter. Also es war, ich hatte einen anderen Eindruck, weil mir mehrere Leute schon von Konferenzen aus Istanbul erzählt haben. Ich war doch nicht so involviert in der, sag mal, Szene oder so. Das heißt, vielleicht habe ich das alles gar nicht so mitbekommen, aber was ich mitbekommen habe von der Suche eines Praktikums da, es war immer ein bisschen schwierig, oder zumindest war es schwierig, irgendwas zu finden, wo man dann auch auf Englisch das machen kann. Ach so, okay. Genau. Genau, und du hast deine Bachelorarbeit geschrieben. Ich lese das mal vor. Facilitating the use of Wikidata in Wikimedia Projects with a User-Centered Design Approach. Genau. Jetzt versuchen wir das noch zu übersetzen. Ich wollte vorhin schon Facilitating benutzen, da fiel mir die Übersetzung nicht ein. Das ermöglichen oder erleichtern vielleicht oder so. Ich guck mal auf Lingui, meine Lieblingsübersetzungsmaschine. Erleichtern und ermöglichen, ja. Ah, war super. Genau, also die Suche erleichtern. Die Verwendung von Wikidata in Wikimedia-Projekten erleichtern und im Endeffekt liegt es darauf hinaus, dass ich mich komplett nur auf Wikipedia konzentriert habe, aber genau. Erzähl mal, also ich erwarte jetzt mindestens eine Dreiviertelstunde ohne Punkte. Dreiviertelstunde. Gerne Zwischenfragen. Gut, fass mal in 3 Sätzen zusammen. es ging im Endeffekt dann darum, strukturierte Daten, oder im Endeffekt ging es darum, dass man die Infoboxen aus Wikidata generieren kann. Das war die Idee, denn im Moment ist es so, wie damals vielleicht mit den Bildern, dass die waren halt auf jeder einzelnen Sprachversion war halt jedes Bild und musste halt einzeln maintained werden und das war halt total redundant. Und dann ist irgendwann Commons entstanden. Okay, also Infoboxen. Ich gehe zum Beispiel in der deutschen Wikipedia auf den Artikel Berlin und da ist rechts eine Infobox. Land Berlin mit der Landesflagge, Landeswappen. Und das sind ja strukturierte Daten eigentlich. Mhm. Also nicht eigentlich, tatsächlich. Und genau. Und die könnte man eigentlich aus Wikidata beziehen, so dass sie zentral an einer Stelle nur noch, verwaltet oder gepflegt werden müssen. Mhm. Und das würde halt besonders den kleinen Sprachwikipedien total viel Arbeit erleichtern, weil es ist, wenn man keine große Community hat, ist es unmöglich, die ganzen Infoboxen zu pflegen und schon allein die Artikel, aber das ist ja noch ein anderes Thema. Gibt's das nicht schon? Nee, es gibt diese Infoboxen. Nee, Infoboxen nicht, es gibt diese, also inzwischen meine ich, nicht schon, sondern inzwischen, es gibt diese generierten Artikel, ne? Die von Lucy, der Article Placeholder. Lucy Café, genau, auch bei Wikimedia Deutschland, die hat einen Artikel Placeholder, genau. Das ist, nicht, arbeitet ja auch mit Struktur. Ach, hat gearbeitet. Schade. Und macht tolle Dinge. Sie bleibt uns ja erhalten als Freiwillige. Alles gut. Aber sie hat quasi Artikel angelegt, das ist in einigen Wikipedien auch freigeschaltet. Das sind aber keine Artikel, sondern eben Artikel-Platzhalter. Statt Artikel. Wichtiger Unterschied, genau. Genau, also braucht man nicht mehr mit Bots so Rumpfartikel zu erzeugen, in denen nur so ein paar Basisdaten stehen, sondern man kann, wenn man nach diesem irgendeinem schwedischen See sucht, kriegt man angezeigt, da ist kein Artikel, aber guck mal, hier sind die Daten, die genau. wir dazu haben. Genau. Und jetzt hast du gesagt, zu diesen Infoboxen, die könnte man auch zentral machen. Okay. Genau. Das ließe sich auch lösen. Ja.
nach deinen Forschungen? Es wird auch teilweise schon jetzt gelöst von manchen Redaktionen, zum Beispiel die Franzosen, die haben ihre ganzen Käseartikel, da sind die Infoboxen schon aus Wikidata generiert, oder auf der englischsprachigen Wikipedia, da werden die ganzen Infoboxen für Teleskope aus Wikidata generiert. Das heißt, man muss dann nur noch schreiben, irgendwie, da gibt es dann halt ein Template, und dann schreibt man irgendwie nur noch Infobox Doppelpunkt Template, weiß ich nicht, irgendwie. Ja, genau, das muss man nur noch in geschweiften Klammern da oben reinschreiben, und dann holt er sich automatisch aus dem respektiven Wikidata-Item alle Sachen und generiert eine Infobox. Hängt das mit Wiki Cheese zusammen? Dass die da jetzt ausgerechnet bei den Käsen das drin haben? Nee. Nee, davon weiß ich weiß gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie sich dazu entschieden haben oder so. Das ist nur eins der Beispiele, die ich mir damals angeguckt habe für die Arbeit auch. Genau, Wiki Cheese, muss ich kurz erläutern, ist ein Projekt, bei dem Käse fotografiert wurde. Für die Wikipedia. Und die haben. Ach so, ein bisschen wie Wikilove Cocktails. Wikilove Cocktails werden Cocktails fotografiert. Genau. Cocktails ist, glaube ich, von Cheese angeregt worden. Und im letzten Gespräch habe ich mit jemand aus Mazedonien gesprochen, und die wollen das jetzt mit Schnaps wiederholen. Raki, ja, konkret. Sehr cool. Ja, da warten wir auch immer viel in Istanbul. Ich bin gerade auf der in der französischen Wikipedia auf dem Artikel für Brie. Und die Infobox da sieht sehr strukturiert aus. Ja. Ich kann noch mal gucken, dass ich kann mal so ein Teleskop-Ding raussuchen, da sieht man das nämlich immer ganz gut. Ich benutze die gerne als Beispiel. Teleskop? Die Teleskop-Infoboxen auf der englischsprachigen Wikipedia. Naja. Aber so lange können wir weitersprechen. Genau, und wo waren wir denn? Die Infoboxen. Ja. Und das wäre natürlich total cool. Und da es ja eine Fachhochschule war, hast du da auch irgendwie eine Demo oder sowas? Was programmiert im Rahmen deiner Bachelorarbeit? Nee, ich hab das Konzept sozusagen dazu entwickelt und also den ganzen Research-Teil gemacht. Also ich habe die Community befragt und dann Prototypen entworfen und dann die getestet und daraus sozusagen das Konzept entwickelt, wie man das machen könnte. Und ich arbeite da jetzt immer noch dran, so zu ein Drittel meiner Arbeitszeit ungefähr benutze ich dafür, um das so weit zu kriegen, dass das theoretisch so weit ist, dass man das einfach nur der Softwareentwicklung gibt und die das umsetzen können. Ah, und die in der englischen Teleskopartikeln und im französischen Brief, basiert das auf deiner Arbeit? Nee, das war vorher schon da. Ach so, andere waren auch schon auf die Idee gekommen. Genau. Ah ja. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Lydia, die Produktmanagerin von Wikidata. Ach, die wir auch schon bei Wikistammtisch hatte, die hat dir das vorgeschlagen. Genau, ich bin nämlich zu ihr gekommen und habe gefragt, was sie denn für Usability-Themen hat, weil ich nicht wusste, was ich für eine Bachelorarbeit machen sollte. Und ich wollte gerne irgendwas im Wiki-Universum tun. Und sie hat mir ein paar Themen vorgeschlagen und das fand ich gut. Und dann habe ich mich daran gemacht. Super. Ja. Wie hast du denn abgeschnitten? ganz gut. Ganz gut. Ja. Überraschenderweise. Ich war tatsächlich gar nicht so. Ich bin immer ein sehr selbstkritischer Mensch und ich war doch etwas überrascht. Aber ist ja schön, dass es anscheinend gefallen hat. Genau, ich habe ja den Link, ich kann dir das mal schicken. Genau, dann packe ich das mit in die Shownotes. Okay, und jetzt bist du da mittendrin in dieser Wiki-Welt. Kannst du dich noch erinnern, wie das vorher war, bevor du in der Wiki-Welt drin warst? Du hast ja in der Schule und Studium sicher Wikipedia benutzt. Genau. Haben deine Eltern ein Lexikon zu Hause? Mein Gott, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Du kannst dich nicht erinnern. Als Kind hatte ich eins. Ich glaube schon dann auf dem Gymnasium nicht mehr. Da war dann immer Wikipedia das Lexikon. Wir haben nämlich kein mehrbändiges Lexikon hier. Wir haben so einige Speziallexika. Mhm. Aber ansonsten ist es ja in meinem Haushalt, mein Kind wächst in Wikipedia auf, das ist schon klar. Ja. Der ist 2003 geboren, also der ist mit Wikipedia aufgewachsen.
Ah, okay. Und du bist jetzt mittendrin. Also wie lange bist du jetzt so? Ein Jahr ist es jetzt, ne? Dass du jetzt bei den Wiki-Leuten mit so unterwegs bist. Das ist seit ungefähr 2 Jahren. Also eigentlich noch ziemlich frisch. Und ja, also es hat eigentlich alles. Ich bin eigentlich durch Lucy sozusagen daran gekommen, denn sie hat irgendwann ihre Werkstatt, also wann war das? Weiß nicht, vor 4 Jahren dann wahrscheinlich ihre Werkstudentenstelle in der Softwareentwicklung begonnen. Bei Wikimedia Deutschland. Und du kennst sie vom Studium. Genau, wir haben ist sie ein Jahrgang mit dir. Ja. Ah, okay. Wir haben uns am ersten Tag kennengelernt und dann eigentlich so ziemlich alles miteinander gemacht. Schön. Genau, und sie hat mich dann daran geführt und so bin ich da irgendwie gelandet. Es war alles ganz, ganz, es kam einfach so, ich weiß nicht. Wie ist jetzt so deine Sicht auf die Wiki-Welt? Was ist so für dich der Fokus oder was sind die coolsten Projekte oder wie würdest du das beschreiben? Also ich bewege mich schon hauptsächlich zwischen Wikipedia und Wikidata. Einfach von den Aufgaben, die es halt so zu machen gibt. Also jetzt Commons, aber auch eben an Wikidata gebunden. Und deshalb besteht wahrscheinlich für mich so die Welt am ehesten aus den beiden Projekten. Und ich mache ja auch erst seit nicht so langem, also vielleicht auch erst seit einem Jahr oder so ein bisschen freiwillig Dinge mit. Also freiwillig Dinge mit, halt irgendwie irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten. Was denn? Also ich dort ist neben Renate hast du noch nicht gesprochen, ne? Aber ich helfe ihr bei den Filmfrauen mit so, wenn sie Wikidata Hilfe brauchen und gerne vielleicht auch ein Item anlegen möchten, zum Beispiel. Also nichts Großartiges oder so, aber ja. Erzähl mal, Filmfrauen, was machst du denn da? Ich sitze da eigentlich und hoffe, dass irgendjemand sich ein bisschen für Wikidata interessiert, denn mit Wikipedia schreiben kann ich nicht viel helfen, da bin ich ja selber noch totaler Anfänger. Gut, also Filmfrauen ist ein Projekt, bei dem es darum geht, zum einen Frauen aus der Filmbranche, Film- und Fernsehbranche, Wikipedia näher zu bringen und zum anderen auch Wikipedia, um Artikel über Frauen in der Filmbranche, also Regisseuren, Darstellerinnen, Cutterin und so weiter, Drehbuchschreiberin da zu verbringen. Genau. Das findet in Berlin statt, hat auch schon in Köln und München stattgefunden, in Berlin relativ regelmäßig. Und genau, ich bin auch schon jetzt zweimal da gewesen und es ist immer so eine nette Runde. Die Filmfrauen sind immer sehr überrascht, wie nett die Wikipedianer sind und Wikipedianerinnen. Ja. Sind auch überrascht, dass da Männer sind, aber bei dem Männerüberschuss bei der Wikipedia lässt sich das nicht ganz vermeiden. Oder die sind auch total nett. Ja, eben. Ich finde das genau. Auch völlig okay. Man muss nicht immer alles so trennen. Und wir haben uns da auch getroffen und ich habe dich ja nicht quatscht und deswegen bist du jetzt bei Wiki Stammtisch. Genau. Bei den Filmfrauen. Ah ja. Und das ist aber halt dann außerhalb deiner Arbeitszeit. Ja. Ja, es findet in den Räumen von Wikimedia Deutschland statt, deswegen ist für dich der Weg nicht so weit. Aber richtig. 2 Räume weiterlaufen. Okay. Ja, ich weiß nicht, Renate hat mich irgendwann gefragt, ob ich nicht helfen möchte und ich helfe immer gerne. Und seitdem bin ich da. Und Wikipedia Filmfrauen, hast du sonst noch Kontakt zu Autoren oder zu Wikidata-Beitragenden? Also on Wiki ja. Was heißt das? Wenn man also halt auf Diskussionsseiten und im Project Chat, das ist so von Wikidata der, wie heißt das bei Wikipedia, Village Pump oder so, glaube ich. Da wo also Themen angesprochen werden können, damit man drüber diskutieren kann, online halt. Oder im IRC, das ist der Internet das ist dann der, genau, das ist der Chat, wo die ganze Kommunikation für Wikidata stattfindet mit der Community, also nicht die ganze Zeit, aber ein Großteil auch. Ja, die Wikidata-Community, die ist halt ein bisschen, die ist natürlich viel weiter gestreut, weil da gibt's ja nur eine, also da gibt's nicht mehrere Sprachen, sondern es gibt halt Wikidata und das ist sprachenunabhängig und dementsprechend und die ganze Kommunikation erfolgt aber auf Englisch und dementsprechend gibt es nicht sowas wie die deutsche Community und die französische Community und wie man es bei der Wikipedia hat, sondern genau.
Es findet überall statt und deshalb gibt es auch weniger, also eigentlich keine Community-Treffen. Wir haben jetzt den 4. Geburtstag gefeiert vor einem Monat ungefähr und da kommen dann immer Community-Mitglieder auch zusammen, aber sowas wie ein regelmäßiges offenes Editieren oder so oder lokale Räume, wie es bei der Wikipedia die gibt, sowas gibt es bei Wikidata nicht. Und du hast dort mit Leuten zu tun in deiner Rolle als Mitarbeiterin in den Softwareprojekten? Ja, genau. Ah ja. Ich habe ja oft Fragen an die Community und wir versuchen so nah wie möglich mit der Community zusammenzuarbeiten, was die Arbeit angeht, die wir machen, weil wir machen es ja für die Community und wenn die das am Ende nicht benutzen möchten oder können, dann hat ja keiner was davon gehabt. Also es geht ja darum, ihnen die Arbeit zu erleichtern. Und deshalb haben wir immer viele Iterationen und fragen immer wieder, wie es ihnen gefällt und was man noch verbessern könnte und was sie noch brauchen und was stört und so weiter und so fort. Cool. Du hast vorhin auch gesagt, dass du als Praktikantin in der glücklichen Lage bist, zu Veranstaltungen zu fahren. Genau. Und du warst auch bei mehreren Veranstaltungen, über die wir mal sprechen können. Ada Lovelace habe ich mir aufgeschrieben. Muss man kurz sagen, was das für eine Veranstaltung ist? Ada Lovelace war die erste Programmiererin der Welt. Richtig. Und die Konferenz, worum ging es da? Für was war das? Das war eine IT-Konferenz für Frauen. Aber doch mehr aus der wirtschaftlichen Ecke als aus der technischen Hacker-Ecke. Mhm. In dem Raum bewege ich mich normalerweise etwas mehr. Das heißt, für mich war die ganze Konferenz ein bisschen befremdlich, weil es doch sehr, sehr so politisch daherging, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber ich, wenn ich so mal ganz pauschal sage, ganz viele Leute in Business-Kleidung und das war eine interessante Erfahrung. Okay, wann war das? Es war 2016 und wo? Das war an der Turmstraße, ich weiß nicht mehr wie. Ach, in Berlin. Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ach, digitale Diversität, wie sich die IT-Branche verändern muss. Ja, Alice Wiegand war auch da und die hatte auch einen ganz schönen Vortrag zum Einblick ins Wikiversum sozusagen, also wie man sozusagen mit freiem Wissen Dinge bewegen kann. Ja, wir waren die einzigen mit, glaube ich, Source Fabric, die waren auch noch da, die überhaupt ein Open Source Projekt sind, alle anderen waren irgendwelche proprietären IT-Firmen. Also die Titel der Beiträge lesen sich schon interessant. Hacker Ladies, wie strickt das Internet der Dinge? Ja, die war super. Das war auch. Why I Love Heavy Metal von Daphne Saga von General Motors. Alice Wiegand, Wikipedia and the Spirit of Collaboration, How Openness Leads to Innovation. Aha. Tech Before Training, How to Improve Diversity in Organizations. Man kann sich das auch alles noch anschauen online, die Videos sind noch da. Aber es war nicht so deins, das war zu theoretisch oder es zu war mir ein bisschen sehr viel gesellschaftspolitisch. Gesellschaftspolitisch habe ich gar nichts dagegen. Ich bin ja auch gern beim Netzpolitischen Abend in Berlin zum Beispiel und so. Also sowas ist ja spannend. Aber dieses Business Gerede ist, fällt mir mal ein bisschen schwer. Für wen wäre diese Konferenz was? Findet wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder statt. Für wen ist das was? Für Leute, die mit IT Geld machen wollen, aber selber nicht so in der Szene sind. Oder so. Die, also Management-Level. Ja, genau. Ah, gut. Dann nächste Veranstaltung. Ladies That Foss. Ja, das war von zwei wunderbaren Freundinnen und Kolleginnen von mir organisiert, Julia Schütze und Lucy Kappel. Die haben sich überlegt, dass es überhaupt gar keinen Open Source Hackathons gibt und dass das mal geändert werden sollte. Und dann haben sie den ersten Open Source Hackathon für Frauen organisiert und auch absolviert oder durchgeführt. Ja. Genau. Absolviert haben sie nicht. Ach, das war in den Räumen von Wikimedia Deutschland. Genau, das war in Wikimedia Deutschland. Am 29. Oder? Oktober. Und das war ein Hackathon. Erklär mal kurz, was ein Hackathon ist.
Da kommen Leute zusammen und für den einen bestimmten Zeitraum, also meistens so 8 Stunden oder einen Tag oder so, arbeiten sie an Projekten zusammen und also ohne große Vorbereitung und lernen neue Dinge und lernen sich gegenseitig auch kennen und versuchen, ja, coole Dinge rauszuhauen in der Zeit, die sie haben. Also Learning by Doing sozusagen, im gemeinsamen Arbeiten lernt man auch, ja. genau. Und es kommt aber auch richtig was bei raus. Ja, dann oft sitzt man ja auch einfach zu Hause und macht das oder bei der Arbeit oder so, aber das ist dann auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn man irgendwie alle zusammen, der ganze Raum und alle Computer qualmen und die Köpfe qualmen auch und, aber es gibt natürlich auch Essen und Getränke und Pausen und das ist so schön, finde ich. Und es war eine reine Frauenveranstaltung. Genau, also wir hatten auch Mentoren, die des männlichen Geschlechts waren oder sich dessen zugehörig fühlten, aber die Hackerinnen, es hat sich halt an Frauen gerichtet, die sich als solche identifizieren. Also Frauen mit Programmierhintergrund. Ja, genau. Es ging von Programmierern, aber eben mit keiner Open-Source-Erfahrung, die aber gerne mal zu einem Open-Source-Projekt beitragen wollen würden, aber nicht wissen, wie sie in die Community reinkommen oder irgendwie die Hürde ist groß, weil man muss sich ja dann erst noch irgendwie ganze Software einrichten und dann wissen sie nicht, wen soll man fragen oder es ist unangenehm zu fragen, weil man stellt ja so blöde Fragen und genau. Das höre ich Und dann öfter bei im Zusammenhang, wenn es darum geht, Frauen zu unterstützen, da reinzukommen, dass sie sich nicht trauen. So, das, so, ne? Ja. Aber wo Männer dann einfach rumspielen und einen dicken Max markieren, so, ist bei Frauen sehr vorsichtig und dann ist so eine geschützte Umgebung deutlich besser, erstmal reinzukommen. Und welche Projekte sind dir in Erinnerung, die da vorgestellt wurden? Open Source Projekte? Also mitgemacht haben hat MediaWiki, also die Software, auf der Wikipedia läuft, aber auch Wikibase, die Software, auf der Wikidata läuft. Und dann, also es waren die 2 Wikimedia-Projekte, die wir hatten. Und dann waren auch Firefox da und LibreOffice und Nextcloud, Source Fabric Was ist, und also LibreOffice, das sagt mir was, was ist Nextcloud? das ist wie OwnCloud, das kennt man vielleicht noch, die haben sich von denen abgespalten, das ist wie eine Open Source Version von Dropbox. Also wo man Dateien austauschen kann, aber auch bearbeiten kann. Genau, Und dann also ist und noch mehr, noch sage ich jetzt mehr. mal so Ah, ganz, ganz genau, aber so das ist die Idee. okay, was hattest du jetzt noch genannt? Firefox und Mozilla. Firefox, genau, das kennt man, der Browser, man kennt ihn. Das kennt man auch, genau. Und Source Fabric, das ist, ich kannte die vorher, also ich kannte die beim Namen vorher, aber auch nicht so genau, was die gemacht haben, aber wenn ich das hoffe, ich gebe das richtig wieder. Die machen eine Software für Journalisten, soweit ich weiß. Ich glaube, da kann man gut kollaborativ irgendwie Artikel zusammen oder Blogposts zusammen schreiben und dann auch noch mehr, aber auf jeden Fall eine journalistische Plattform. Naja. So viel traue ich mich jetzt zu sagen. Okay, kann man dann auch danach suchen, wenn es jetzt einen Ja. tiefer interessiert. Also es war eine Veranstaltung nur für Frauen, Mentoren. Was haben die Mentoren gemacht? Die haben sozusagen beratend zur Seite gestanden, also Ach, so das dass waren es halt die immer Ansprechpartner für die Projekte dann. genau, Ah, okay. wir haben das nämlich richtig, es hat nämlich ein Matching stattgefunden, das heißt, bevor der Hackathon losging, schon Wochen vorher haben die beiden einen Fragebogen rumgeschickt an alle Teilnehmerinnen und gefragt, wofür sie sich interessieren und was ihre Programmiersprachen sind, die sie gut können und so weiter und haben dann sozusagen die Teilnehmerinnen immer zu den Projekten gematcht, so dass es halt gut passt. Und das war, genau. Und dann haben sich die Grüppchen sozusagen gefunden und die haben auch vorher schon kommuniziert. Das heißt, wir haben die Mentoren dazu angeregt, vorher schon den Teilnehmenden zu schreiben und zu sagen, was sie machen und wie sie sich schon vorbereiten können und so weiter. So dass da schon ein bisschen Kontakt entstand vorher. Und dann haben sie zusammen losgelegt. Das war ziemlich cool. Und wir hatten echt einige, die haben schon dann ihre ersten Patches auch hochgeladen. Und das war ziemlich beeindruckend. Ja. Und gibt es Pläne, das zu wiederholen? Ja, aber keine konkreten. Keine. Also von Seiten der Teilnehmenden und von den Mentoren auch gab es super positives Feedback und alle würden das total gerne nochmal machen. Muss natürlich organisiert werden. Also die Idee ist aber auch, das ein bisschen lockerer in Form eines Meetups vielleicht regelmäßig zu machen und so ein Hackathon dann nur alle paar, ja, vielleicht 2 Mal im Jahr oder 1 Mal im Jahr oder so zu machen. Aber dass man das vielleicht irgendwie als Meetup
ein bisschen umwandeln könnte und dadurch dann was entsteht zum Open Source Ladies Meetup Ding. Oder cool. Vielleicht kann man das dann ja auch mal für alle Geschlechter öffnen. Ja, klar. Genau, aber es steht alles noch im Raum. Hm. Alles. Und dann hat sie mir was von Gulasch erzählt. Ja, Gulasch. Genau, es gibt die Gulasch-Programmiernacht, die findet jährlich in Karlsruhe statt. Ich freue mich über den Namen. Der Name ist ziemlich gut, ja. Und der ist auch genau das, was er verspricht, Gulasch und Programmieren. Und der geht drei Tage, glaube ich, oder drei Nächte. Und da wird dann Gulasch gegessen und wild rumgehackt oder so. Gab es da auch sowas mit Projekten, die sich vorgestellt haben und Mentoren? Oder wie war das? Nee, gar nicht. Das ist eher wie eine ganz, ganz kleine, ein ganz, ganz kleiner CCC, würde ich mal sagen. Also Chaos Communication Congress, der jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet. Aha. Ganz genau. Also ein Kongress, wo Vorträge. Es gibt Vorträge, es gibt ein paar Workshops und hauptsächlich gibt es aber einen ganz großen Raum mit ganz vielen Bierbänken und draußen einen Garten mit ohne Bierbänke und einfach nur Rasen und viele Steckdosen und LAN-Kabel und alle sitzen einfach nur rum und tun irgendwelche witzigen Dinge und löten und basteln und programmieren, worauf sie Lust haben. Die Leute bringen ihre Projekte mit und genau, zeigen die. Völlig. Man kann sich dort anschließen, mitmachen oder sich das nur erklären lassen. Ja, einfach rumlaufen, gucken, was Leute so tun. Und erzähl mal, was hast du so gesehen? Bis auf die Vorträge ist eigentlich alles sehr unstrukturiert. Was auch total angenehm ist. Also es ist wirklich eine super entspannte Atmosphäre und genau, da passt Gulasch auch ganz gut. Ist ja auch so ein unorganisiertes Essen. Gehäkelt wurde auch, sehe ich gerade bei den Fotos. Ja. Ich glaube, ich habe da gar nicht gehäkelt, aber ich häkel sonst sehr gern. Ich habe tatsächlich beim Chaos Communication Camp letztes Jahr häkeln gelernt. Und seitdem bin ich da gar nicht von wegzugehen. Jetzt gerade stricke ich auch eine Socke, während wir reden. Ah, hat entfernt auch oder hat auch was mit Programmieren zu tun, ne? Man muss so bestimmte Abfolgen einhalten oder bestimmte. Ja, stimmt, bestimmt nach bestimmten Mustern arbeiten. Hm. Und man kann auch eigene Muster entwickeln und ganz kreativ werden. Da so, kommt eine Socke bei raus. Auch noch ein praktischer Output davon. Ja. Genau. Ja, dann ein kurzes Plädoyer fürs Häkeln bitte jetzt. Das ist, wenn du jemand bist, der unruhige Hände hat, dann fang Häkeln an. Das macht total viel Spaß und ist produktiv und du hast immer Weihnachtsgeschenke und du sitzt nicht ständig am Handy und das ist unhäkel. Genau. Beim Handy zerdrückst du nur virtuelle Süßigkeiten, während du beim Häkeln dann zum Schluss eine Socke hast. Ja, und man kann noch irgendwie ein bisschen mehr Augenkontakt haben und anwesend sein, würde ich sagen. Es schaltet halt irgendeinen anderen Teil meines Gehirns, es beschäftigt einen anderen Teil meines Gehirns. Mhm. Genau. Man kann sich aber auch coole 80er Jahre Stulpen häkeln. Zum Beispiel. Was unterscheidet das Häkeln vom Stricken? Häkeln, es wird mit einer Nadel gehäkelt und die Nadel hat vorne so einen Widerhaken, sodass man sagt ja schon der Name, Häkeln, Haken. Das genau. Ist, und beim Stricken hat man tatsächlich Nadeln, die haben nicht so einen Widerhaken vorne und da hat man immer mindestens zwei. Beim Socken habe ich Stricken, habe ich jetzt fünf. Da gibt es verschiedene Anzahl von Nadeln. Beim Häkeln hat man immer nur eine mit der Nadel. Und ja, das ist der Unterschied. Ich glaube, man hat beim Stricken ein bisschen mehr Möglichkeiten, Muster zu machen. Aber beim Häkeln hat man, glaube ich, dreidimensional mehr Möglichkeiten. Da kann man nämlich so kleine Figürchen häkeln. Ich weiß nicht, ob das mit Stricken so gut geht. Ich habe gerade Wikipedia aufgemacht und will gerne mal einen Satz vorlesen. Ja. Häkeln ist eine viel jüngere Technik als Stricken. Es sind keine gehäkelten Stücke bekannt, die nachweislich vor dem Jahr 1800 zu datieren sind, während Stricken, soweit bekannt, ab dem 13. Jahrhundert nördlich der Alpen praktiziert wurde. Das war jetzt für Sebastian Soth, das nördlich der Alpen. Steht aber hier drin, unglaublich. Ja, ich glaube, die ganz krassen Strickfanatiker, die verachten die Häkler auch ein bisschen, weil Häkeln ist so das Einfachere. Also man kommt da schneller rein. Und das gefällt mir wieder. Dieses Verachten, da will ich auch noch eine Sache loswerden. Es gibt in einem südamerikanischen Land
eine Sprache, die noch nur noch von zwei Männern gesprochen wird. Oje. Und die sind miteinander verstritten. Das heißt, die sprechen sie beide nicht. Die reden nicht miteinander. Ja, das ist ja wirklich. Das ist immer dieses. Ja. Ja. Schöne Geschichte. Gulasch programmieren nach Häkeln, da sind wir auf Häkeln gekommen. Da gibt's übrigens auch veganen Gulasch. Veganer Gulasch, das ist doch schon, das ist doch ein Irrtum, oder? Naja, kannst du mal die ganzen Vegetarier und Veganer fragen, die zu Gulasch programmieren noch gehen und sonst sehr enttäuscht werden. Ja, das schon, aber Gulasch ist doch das Fleisch. Also, ja, das stimmt. Ich meine, mit Irrtum meine ich, dass viele bei Vegan an so nachgemachtes Fleisch denken. Aber darum geht's ja beim veganen oder vegetarischen Essen gar nicht. Es geht darum, Früchte, Obst und Pflanzen zu essen. Ja, und da Nudeln, Spaghetti mit Tomatensauce ist vegetarisch. Kann man sogar vegan machen, ohne dass man dann auch irgendwas Besonderes machen muss. Ja. Ein Tofu-Burger, das ist schon wieder, ist noch grenzwertig, aber so nachgemachte Analogkäse oder sowas, das ist schon wieder fragwürdig. Es gibt ja auch so Blumenkohl- oder Spinatburger oder so, dann wird dann sozusagen nicht das Fleisch ersetzt, aber trotzdem hat man dann nicht nur Salat und Tomate. Und man hat was im Brötchen drin, genau. Genau. Irgendwo müssen ja die Proteine auch herkommen. Richtig. Eigentlich wollte ich jetzt in jeder Sendung die Arndt-Frage unterbringen. Die Arndt-Frage lautet, was motiviert dich über deine Arbeit hinaus, sich in WG-Projekte einzubringen? Soll ich das bei dir auch fragen? Ja, mach ich auch. Ja, ich war schon am Beantworten. Ach so. die Leute, glaube ich. Also für mich ist es total ein Community-Ding. Also ich bin ein sehr, wie nennt man das? Ein Community-Mensch und ich habe gern Menschen um mich rum und die Leute, die an irgendwelchen Wiki-Projekten beteiligt sind, die ich bisher kennengelernt habe, sind alle ganz großartige Menschen und ich umgebe mich sehr gerne mit ihnen. Und die inspirieren mich immer und sporn mich dazu an, Dinge zu tun, die Welt vielleicht ein ganz bisschen besser machen oder vielleicht anderen helfen. Und ja, es ist nicht unbedingt so, dass ich morgens aufwache und denke, irgendjemand braucht unbedingt diesen tollen Artikel, den ich mitzuteilen habe. Aber aber es hilft ja trotzdem. Also sehr schön. Ja. Okay. Großartig, ich freue mich, dass du auch Freude dran hast. Das ist ja für mich auch der Grund, daran teilzunehmen, dass es viel zurückgibt. Freude, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jemand machen würde, dem das keinen Spaß macht. Oder meinst du es wissen? So, ja. Um was zu haben, um damit anzugeben oder so. Ich hoffe nicht. Könnte man jetzt drüber nachdenken, was so die Motivation ist. Für manche ist auch vielleicht die Motivation, da ist was falsch im Internet, das muss jetzt repariert werden. So. Ja, ich glaube, so fängt es ja auch bei vielen an. Aber dann würde es vielleicht auch dabei bleiben. Aber dann wird man reingezogen in diese tolle Welt und kommt dann nicht mehr raus. Hast du auch schon was Doofes erlebt im Wiki-Umfeld? Ja, tatsächlich auf der Wikicon in Kornwestheim dieses Jahr. Das war meine erste schlechte Erfahrung, würde ich sagen. Und die hat mich auch völlig überrascht, denn ich habe gar nicht damit gerechnet. Natürlich nicht. Warum auch? Und da hat mich ein Wikipedia-Autor nicht mich beleidigt, aber das Projekt Wikidata sehr, sehr schlecht geredet. Und das fand ich sehr traurig. Was hat er gesagt? Oder willst du da noch drauf eingehen? War das in einem Gespräch oder? Nee, er ist tatsächlich auf mich zugekommen, einfach um mir mitzuteilen, was er alles an dem Projekt denn nicht mag. So okay. Ein bisschen so ausgekotzt. Okay. Und ja, Wikidata ist ein kontroverses Thema, aber ich will auch gar nicht jetzt die Einzelheiten davon so besprechen. Aber er hat so ziemlich jedes Vorurteil, dass so rumschwirrt, ob es richtig oder falsch sei, zitiert und auch nicht wirklich konstruktiv mit sich reden lassen. Das fand ich ein bisschen traurig. Ich habe nichts dagegen, dass Leute Dinge kritisieren. Es gibt in allen Projekten viel zu kritisieren, natürlich. Aber ich finde das nicht so konstruktiv. Und die Art war auch nicht besonders nett. Das fand ich schade. Aber das war wirklich das einzige Mal, sonst ist mir das noch nie passiert. Aber alles danke, dass du es trotzdem erzählt hast. Gerne. Ja. Ist nicht alles immer toll. Das muss man ja auch mal sagen.
Du hast schöne Musik ausgesucht von Freunden von dir. Genau. Und das ist eine gute Gelegenheit. Five of Spades heißt die Gruppe. Vermutlich aus Berlin. Kannst du ein bisschen drüber erzählen? Ich weiß gar nicht, wie lange die das schon machen, aber echt schon eine Weile auch in nicht immer dieser Konstellation. Und die machen einfach seit ein paar Jahren zum Spaß nebenbei ein bisschen so bluesige Rockmusik, würde ich das nennen. Ich weiß gar nicht, wie die das nennen. Und treten ab und zu immer in so kleinen Venues auf oder so. Also die haben alle in Wirklichkeit andere Karrieren, die sie verfolgen. Und ich dachte, es ist eine gute Musik, für die mich ja gebeten hat. Ja, wir hören gleich Thrilling Machine. Das heißt, alle, die das über wikistammtisch.de hören, auf Commons werde ich es ohne die Musik hochladen müssen, weil es unter einer Creative Commons NC-Lizenz steht. Also keine kommerzielle Nachverwendung, darum kann ich es nicht bei Commons dann machen. Aber ich packe den Link auch mit in die Shownotes, sodass man sich das dann auf Soundcloud auch anhören kann. Vielleicht gibt es ja auch bald mal ein paar mehr Lieder von denen, da sind nur 4 auf der Seite. Ja, da ist gar kein Link weiter so zu denen, kein Hintergrund, deswegen war ich froh, jetzt von dir was erzählt zu kriegen. Vielleicht sage ich denen das auch nochmal, dass man... Die haben nämlich eine Facebook-Seite auch. Ich kann dir den Link auch nochmal schicken dazu. Ich danke dir. Danke, dass du da warst. Gerne. Im Wiki-Stammtisch und so viel tolle Sachen erzählt hast. Freue mich. Ja, ich hoffe, es war halbwegs verständlich. Du zweifelst schon wieder an dir. Du hast es großartig gemacht. Ist manchmal ein bisschen wirr. ich fand das sehr erhellt. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Gerne. Ja, dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
best I've ever seen. You're a thrilling machine. I want you to be my queen. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.